Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Und wir sind mittlerweile bei der dritten Lektion angelangt. Und es geht darum, einen Webserver herunterzuladen, der schon PHP beinhaltet und diesen dann zu installieren und zu starten. Wir werden das hier mit XAMPP machen. Ich klicke also jetzt hier herein. Wir sind hier bei der entsprechenden Lektion unter PHP 5 LR.at. Und als erstes geht es darum, diesen Webserver herunterzuladen. Du weißt ja, dass man einen Webserver mit PHP braucht. Und dieser Webserver mit PHP erzeugt dann diese Webseiten mit Hilfe unseres PHP-Codes. Ich würde dir empfehlen, hier unter wp-apache.friends diese Version herunterzuladen. Man kommt dann hierher und hat dann hier schon den entsprechenden Einblick mit den entsprechenden Informationen und mit den Download-Möglichkeiten. Ich habe das hier auf meiner Webseite eigentlich, glaube ich, recht übersichtlich erklärt. Da geht also jetzt hier herein. Ich zeige das jetzt hier anhand meiner Materialien. Man wählt hier diese Internetadresse. Hat dann hier gleich einen Hinweis, den ich gar nicht oft genug, glaube ich, betonen kann, dass man, wenn man hier dieses installiert, dass man es gleich in sogenannte Root-Verzeichnis macht. Also gleich unter C oder unter D unter E, deiner Festplatte oder deines USB-Sticks. Dass man dort gleich dann ganz oben nicht in irgendein Unterverzeichnis dann dieses PHP dann installiert. Und ich empfehle dir, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht, diese XAMPP USB Lite Version zu verwenden, weil man die nämlich dann installieren kann, ohne ihn auf dem Rechner, also man kann es verwenden, ohne dass man es eigentlich installieren möchte. Man muss da nur eine ZIP-Datei herunterladen, ja. Und wenn man diese ZIP-Datei heruntergeladen hat, muss man sie nur entzippen und kann sie gleich verwenden, ohne noch weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Man geht also auf den Download-Bereich, wählt dort die ZIP-Version aus und wird dann aufgefordert, dass man sie eben speichern kann und möchte. Man speichert sie dann ins entsprechende Verzeichnis und dann muss sie nur noch entzippt werden, über alle extrahieren. Und da kommt es eben nochmal darauf an, dass man eben hier nicht das vorgeschlagene Verzeichnis übernimmt, sondern gleich hier nur diesen ersten Bereich dort stehen lässt. Also wenn ich jetzt hierher gehen würde, ich habe das hier heruntergeladen, das wäre diese Version hier. Wenn ich jetzt rechte Maustaste alle extrahieren nehme, lösche ich das hier weg, belasse jetzt hier zum Beispiel nur K, ich bin auf der Festplatte K, und klicke auf Extrahieren. Dann entsteht eine Datei und das wäre dann die entsprechende XAMPP-Datei. Und dann kann ich jetzt hergehen und kann dann meinen Server starten, indem ich hier auf XAMPP Start gehe, auf Öffnen. Und ich werde darauf hingewiesen, dass das eben jetzt gestartet ist. Und überprüfen kann ich, ob das jetzt funktioniert, wenn ich wieder in meinen Browser gehe, mache einen neuen Tab auf, tippe jetzt hier ein localhost und er schreibt dann schon hin, herzlichen Glückwunsch, XAMPP ist erfolgreich auf diesem Rechner installiert. Als Alternative zu localhost, man sieht, dass ich hier weitergeleitet wurde auf localhost XAMPP, wäre es hier, dass man eben HTTP/127.0.0.1 eingibt. Das habe ich auch dann hier unten bei mir dann hinterlegt. Das war hier wieder dieser Hinweis. Und dann hier der Hinweis, dass bei XAMPP Stop man eben dann den Server stoppen kann. Man kann eben diese beiden Adressen verwenden. Das ist insofern ganz wichtig. Bei manchen, manchmal kann es vorkommen, dass HTTP Localhost nicht funktioniert und da empfiehlt es sich dann dementsprechend dann hier mit 127.0.1 das zu probieren, dann funktioniert. Das sind so die wesentlichen Tipps. Ja, und der Webserver funktioniert dann schon. Hast du ihn heruntergeladen, hast du es entzippt und mit XAMPP im Start startest du und mit XAMPP Stop wird der Server dann dementsprechend gestoppt. Und wir können dann eigentlich bald schon anfangen, hier eigene Webseiten mit PHP zu programmieren. Hier wieder der Hinweis, schau dir genau die Aufgabenstellungen an, damit du das auch dann wirklich dann verfestigst, was wir hier in diesem Kapitel besprochen. Danke fürs Zuschauen, bis zur vierten Lektion.